auf. Warte mal, wo müssen wir hin danach? Wo müssen wir hin? Hey, wo müssen wir hin? Lass mal zurückspringen gleich einmal, einfach kurz und überlegen. Ja, schmeiß mal zurückspringen. Ja. Hä? Wo ist denn danach hin? Ah, hier! Guck mal, der Kran, der kommt dann hierher und da müssen wir dann drauf jumpen. Ah, ich hab gar nicht so hoch geguckt, mein Bildschirm war einfach nicht so hoch für den Kran. Da müssen wir voll lange warten, dann warten wir jetzt mal voll lange, bis er in unsere Richtung kommt erstmal, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Erstmal, ich kann aufs Klo gehen, bis der Bier bei uns ist, Alter. Deswegen haben wir ihn vorher nicht gesehen, weil wir vorher, ich glaube, so war es vorher. Ja. Okay. Aber wir können jetzt mal so ein bisschen hochschauen. Die Kugel da oben gleich, Alter. Ja. Ja. Mal gucken, was wir heute noch sehen alles. Weil einmal runterfliegen, dann ist es durch. Okay, lass mal langsam drauf gehen hier. Oh, ich dachte gerade schon, der hebt nicht fest. Du bist als nächstes hin zum nächsten Kran, der vorne kommt wahrscheinlich, oder? Ja. Ich habe immer Angst, dass die Kette uns nicht festhält, aber wirklich geht die so durch, so Sachen durch, durch so dünne Sachen. Ich bin schon in Rentnerreaktion, war viel später als du. Aber hier habe ich gerade voll Angst. Ja, da vorne. Hier habe ich gerade voll Angst, weil wenn wir hier runterfallen, habe ich... hier könnten wir uns gerade noch safen. Ich finde es gerade gar nicht so schlimm, weil ich weiß, dass ich, wenn wir jetzt runterfliegen, dass ich vor der E raus bin. Und wenn wir jetzt runterfallen und mal irgendwo sind, ist mir fast egal. Dann ist es für den Zukunfts-Paul dann Stress. Das ist genau für den Zukunfts-Paul. Oh. Take a little nap because I had so much work. I don't think you're ready for what's coming next. Oh, I almost forgot. If you fall, try not to scream too loud. I wouldn't want to wake up from my dream. Oh, that's what's up with that, yeah. Dream or humans panic in the flames of hell. Oh, I love it. Oh, das sind keine so weiten Sprünge, wie man sich vielleicht gefühlt hat. Oh Gott. Oh mein Gott. Mit time. Ja. So weit direkt drauf. Na gut. Oh, okay, warte mal. Muss man dann einmal durchrennen oder gibt es irgendwelche Zwischenstopps? Da gibt es einen Zwischenstopp, oder? Guck mal. Da gibt es einen Zwischenstopp. Ja. Wir müssen quasi an drei Kugeln vorbei jetzt dann gleich und dann stehen bleiben. Ja. Okay, beim nächsten Mal, wenn es offen ist. Ja. Oder? Oh! Ich bin zu früh schon gestoppt. Ja, müssen wir jetzt ein einmal durch oder? Ne, wir können jetzt immer Zwischennaps machen, oder eigentlich? Ja. Okay, eine. Okay, nochmal eine. Ist aber gerade, muss ich sagen, wieder so... Jetzt gehen wir einmal durch danach, oder? Weil jetzt ist... Ja. Ah, ne, ist noch nicht. Okay. Beim nächsten Mal. Jetzt. Digga, ich muss sagen... Es ist gerade ein bisschen erfrischend, wieder was Neues ja, zu haben. Ja, es ist gerade so motivierend einfach, dass wir nicht an diesen scheiß Dingern die ganze Zeit sind, das stimmt. Ja. Das ist gerade übermotivierend. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt noch bis zum Checkpoint schaffen, der ist eigentlich nicht weit weg. Also nicht so weit weg, glaube ich. Warte, was ist der Plan? Wir müssen einfach durch, dann hochklettern. Dann müssen wir drauf, oder springen wir direkt drauf hier jetzt. Dann, ich denkst hätte du, gesagt, beim nächsten. Aber willst du drauf springen oder vorlaufen dann? Warte noch einmal kurz. Willst du hier das Ding vorlaufen, stehen und dann oben draufklettern, vorne an diesem... Hier quasi ganz am Ende draufklettern und willst einfach direkt draufspringen auf das Ding. Ich glaube, draufklettern ist fast einfacher, glaube ich. Ich wäre eher für draufspringen fast, okay. Oder? Ja, dann beim nächsten Mal versuchen wir es. Okay, das war viel zu hoch. Okay, nee, dann sollen wir da. Lass mal deins. Lass beim nächsten Mal, wenn wir jetzt vorlaufen jetzt. Ich habe halt Angst, dass es uns runterschiebt auf einmal. Ja, aber doch, ist fast einfacher so zu machen. Oh ja, ist es. Warte mal, wenn wir laufen, treten wir dann mit damit so mäßig oder? Nee, wir müssen mit. Oh. Das fühlt sich so falsch an. Ich habe übelst Motion Sickness gerade. Hier drauf. Ja. Boah. Das war mal ganz anderes, was wir so hatten, noch nie so eine Aufgabe. Ja. Das war ein bisschen wie bei dem einen Drehkreuz, aber das Drehkreuz war halt viel kleiner und schneller, da war das gar nicht richtig möglich. Ey lol, du bist mich geklärt und wieder runtergerutscht. Was ist da hinten für eine Falle? Wir springen einfach rüber, oder? Ist schon richtig, oder ist es falsch? Ja. Weil vorher waren solche Dinger waren vorher immer so unsichtbare Wände davor, ja, wenn wir so seitlich dann gelaufen sind. Müssen wir das Teil drehen vielleicht hier, oder? Ja. Was bringt es dann? Ah! Da geht die Tür auf. Ja. Oh, du bist einfach zu smart. Warte mal. Oh mein Gott. Das ist das Rampolin jetzt ein bisschen, glaube ich, dass man immer so rüberfliegen muss.
Können wir das erste austesten und wieder zurück? Oder denkst du, wir müssen dann direkt weiter? Ich würde einfach sagen, wir gehen einfach weiter, wir machen das nach Gefühl. Außer das jetzt. Meinst du, wir fliegen so nach oben immer wie so ein Trampolin oder wir schweben auf so eine Richtung? Wir können ja mal drauf schweben bleiben einfach, oder? Ja. Dann versuchen wir einfach drauf zu bleiben. Ja, okay, wir schweben. Wenn wir ganz oben sind, hätte ich gesagt, dass wir dann. Ja, aber ich schwebe nicht so hoch, du schwebst so hoch. Guck mal, ich bin ganz an einer Ebene nur. Oh. Ich glaube, das ist nicht so gut, dass wir jetzt immer langsamer werden. Sollen wir zurück nochmal versuchen? Ja. Nochmal neu drauf. Okay, jetzt. Dann okay, wir müssen immer auf jeden Fall weiter. Wir gehen drauf, wenn wir oben sind, am obersten Punkt gehen wir weiter direkt jedes Mal, okay? Ja. 1, 2, 3. Gott. Okay, das geht eigentlich einigermaßen gut, auch wenn das trotzdem vom Timing echt kacke ist. Wir müssen hier hoch. Man hat sich halt in der Luft auch so ein bisschen mehr dann nochmal in die Richtung bewegt. What the fuck? Okay, wir müssen dagegen laufen. Ich glaube, müssen wir dagegen sprinten, gefühlt. Das sieht richtig schnell, kommt es mir vor. Ja, okay, dann. Aber gut, das Gute ist, wir haben hier den Platz zum Runterfallen. Das ist gut, dass sie es hier gemacht haben. Ja. Das wäre mir bei uns. Ja, wobei. Oh, das, okay, das geht deutlich laufen. Einfacher, als ich dachte. Okay, das ist deutlich einfacher, als es aussah. Jetzt. Ja, okay. Ich muss auch nach vorne nicht rückwärts laufen oder so ein Quatsch, lass mal springen. Ha? Wir springen beide noch auf den Reifen. Oh, hier ist wieder so eine Luft, die hochgeht, ne? Oder? Oh ja. Unter uns sind die Ventilatoren, oder? Hier, nee, jetzt kommt da irgendwas irgendwie rein. Hä? Jetzt sind die drüben die Luft nur. Hä? Warte mal. Was? Da vorne ist es. Guck mal, da oben über uns ist was kommt. Ah, der Magnet. Also müssen wir am Magnet hängen bleiben, müssen wir wahrscheinlich einfach dann da hängen bleiben jetzt, oder? Ja, ich glaube, oder? Ja. Müssen wir das mitgehen oder irgendwas? Hä? Lässt er uns jetzt gleich droppen oder? Ah, okay. Wir müssen gar nichts machen, oder? Nee, wir müssen einfach nur hier rüber und der lässt uns, glaube ich, gleich los. Okay, da hinten ist ein Aufzug, dann ist ich wieder. Ah, und dann müssen wir pünktlich weg, bevor der wieder anzieht. Okay, I see. Ja. Ach, daran scheitert jetzt, Alter, das wär's gewesen. Ja, ganz ehrlich, wenn ich den Punkt rum anschaue, sind wir richtig knapp vorm Checkpoint eigentlich. Du weißt nicht auswendig gerade bei welcher Höhe. Nee, ich hab damals nur den ersten Checkpoint ganz geschaut auf dieser Seite. Aber ändert die auch nichts. Im Endeffekt versuchen wir jetzt noch so weit wie es geht, wenn wir halt runterfallen. Außer wie nur ein kleines Stück runter halt. Wenn wir irgendwo runterfallen, wo wir noch mutig wieder hinkommen, weißt du? Your little adventure is about to turn into a real nightmare. Over the buildings. Letztes Mal, als wir sowas hatten, dann waren wir danach, das war ja der Wassertemp, dann waren wir nachher sehr schnell auf dem Checkpoint wirklich. Ja. Meinst du, das ist jetzt so ein Timer-Ding wieder irgendwas? Wir müssen genau. Das nächste. Oder fährt es, wenn wir drauf springen. Boah, scheiß was frei, dass wir einfach drauf springen, scheiß drauf. Oh. Ui! Das war das, wo wir von hier rechts. Davon hatten wir das letzte Mal, dass wir da verarscht werden mit sowas. Ja. Was war das denn? Gott. Warte mal, denkst du, es muss immer einer stehen bleiben auf dem anderen Teil, dass es freigeschaltet wird, so mäßig? Ich glaub, ja. Das wäre natürlich wild. Okay, wir sind ja zu zweit. Das ist wie so eine Stelle, die man alleine gar nicht schaffen will, wenn man alleine das Spiel zockt. Genauso wie diese eine Stelle, wo man mit der Kette runterrutschen muss. Ich hab letztens auf meiner YouTube-Startseite ein Video gesehen, how to play Chained Together Alone. Das habe ich mir aber gar nicht angeschaut, aber es wäre mal interessant, weil auch gerade sowas wie diese eine Rutsche und so, wie man das dann hinbekommt. Also das ist wirklich geil, einfach und sah so schwer aus am Anfang. Das ist echt entspannt. Auch mit dem Magnet hier. Ja. Ja, das meine ich halt sowas, wenn wir da runterfliegen, das habe ich auch die Motivation, das normal zu machen gerade. Das ist wieder 10 Stunden zu warten, erstmal einen Schluck trinken in der Zeit. Okay, da müssen wir irgendwie anders machen gleich an der Stelle. Und mit so 9 auf das Hub, ich glaube, wir haben ja voll den Durchding. Ich habe immer wieder so 12, 13, 14 Zuschauer, dann sind es wieder nur 8. Es gehen Leute und kommen neue ein bisschen rein, so. Weil es halt ein anderes Game mal ist. Ja. So interessant. Ich glaube, der ist uns nochmal runter jetzt gleich. Naja. Man zieht uns nochmal hoch.
dem ganzen Müll hier. Aber ich muss sagen, wenn ich mir das da oben jetzt so anschaue, sieht das schon wieder so ein bisschen gefährlich aus. Weil gerade hatten wir immer so Plattformen, wo wir drauf gelandet sind und uns safen konnten, aber da oben sieht es nicht so aus. Ja, ist nicht so schlimm. Wenn wir einmal komplett runterfliegen, dann ist es halt so. Dann... Ich bin schon mal froh, ich fand es schon mal richtig cool. Wir hatten richtig coole Sachen auch. Wir sind voll weit gekommen, finde ich auch insgesamt. Ja. Bin schon echt zufrieden jetzt. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal komplett runterfallen würden, dann wäre es halt so. Aber vor allem, dass wir jetzt auch dieses Ding, wo wir eine halbe Stunde festgehalten, dass wir das geschafft haben. Das freut mich auch einfach, dass wir da durch sind. Und es war auch wieder nur, weil du es gesaved hast eigentlich am Schluss, aber egal, geschafft ist geschafft. Ich weiß nicht, ich weiß, welche Richtung wir jetzt gleich gehen müssen, gerade wieder. Hier rüber, glaube ich, oder? Ja. Naja. Also, wir gehen da jetzt drauf. Ich bin mal weiter und ich bleib stehen. Und dann muss ich hier rüber springen, oder in dem Fall. Aber wenn ich jetzt hier rüber springe, dann zieht er nicht deins trotzdem wieder. Weißt du, wie ich meine? Oder soll ich auf das mal drauf? Weil dann. Ja, aber reizt von der Kette, dass du auf das drauf gehst. Ah ne, warte, dann geht verschwindet das hier. Soll ich einfach. Ich glaube, ich gehe einfach weiter, weil ich muss trotzdem nicht, dass der weiter muss. Ich glaube, das ist trotzdem so gedacht. Ah, okay, ja. Dann muss ich jetzt wieder weiter. Okay, okay. Das ist schon ein richtig weiter Sprung inzwischen. Ich kann so ein bisschen weiter nach rechts kommen. Ja. Okay. Das ist eigentlich ganz cool. Warte, so. Könnt ihr doch beide auf dasselbe. Nee, wenn ich wegspringe, dann wenn du nur auf eins, dann löscht es das andere. Das war das Problem, deswegen sind wir vorher runtergeflogen. Weil wenn ich jetzt hier raufspringe, löscht das, wo der draufsteht, löscht es dann. Man muss immer zwei aktiv haben irgendwie. Ja, daran sind wir gescheitert vor. Oh, wir haben es gleich. Sehr schön. Warte, ich muss kurz wieder meinen Anruf löschen. Was gibt's hier? Aber wir haben schon lange nicht mehr so Collectibles, so ein Flügel oder so gefunden. Ich versuche mal hier ranzuzoomen, was hier auf diesem Tier drauf steht, aber ich komme da nicht ganz ran leider. Oh, da habe ich meinen Arsch auf einmal reingezoomt. Das war das erste Mal, was du vorher geredet hast, dass so eine Falle war, dass man. Oh fuck, das ist ja auch eine Falle gewesen hier fast schon. Ja. Dass man nicht wusste, dass es einfach verschwindet, genau. Aber das sind so Sachen, die kann man vorher nicht, die muss man einfach dann beim Spiel. Oh, ich wusste, es gibt Aliens. Warte mal, haben die Leute hochlaufen hier? Ja, wenn die klettern. Wir klettern, ja. Hey, vielleicht Shortcut. Oh. Warte mal, sollen wir suchen? Ich glaube, nee, das ist zu hoch. Das geht nicht, das ist zu hoch. Schade. Ich höre immer noch die Schreie aus der Hölle. Ja, manchmal, ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur auf helle Trends ist oder ob es wirklich ein Bug ist. Wie geht die Tür hier auf? Niemals. Nee. Ich finde das cool, wenn in so Games so einfach was ist, so das tun halt die meisten einfach überspringen, aber dann schaut man danach und dann ist da wirklich was. Oh. Warte, gibt's irgendwas anderes hier oben noch? So King. Hier kommt man bestimmt hoch. Oh, da kommt man hoch. Wenn man da überdrehen, da gibt's noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob man hier sogar hoch muss oder ob hier einfach oben jetzt was zum Einsammeln ist. Hier geht ein Pfeil nach rechts sogar weg. Guck mal, das ist doch wie so ein Pfeil nach rechts, der hier angezeigt wird, finde ich. Ja. Ich glaube, hier gibt es wirklich nichts. Können wir hier drüber jumpen? Doch, wir können da hoch und dann auf den Wasserturm da drüben, oder? Lass mal auf 3 rüber jumpen. Da finden wir das echt nochmal solche, so ein Collectible. Oh, jetzt wenn man dann. Nein! Ey, das ist doch eine Leiter. Das ist doch eine, was wollen die? Vielleicht? Da kommen wir gar nicht rein, da liegen wir unsere Kletterwand. Das ist ja richtig dreist. Ich habe mich richtig gefreut, dass wir was gefunden haben, was da oben irgendwas gibt. Vor allem auch noch mit dem Pfeil. Warte, hier ist auch wieder ein Pfeil, oder? Ich glaube, weiß nicht, ob das Pfeile sind oder ob das einfach nur. Oh Gott, mich hat es vorne nach vorne gezogen gerade. Nee, hier ist auch nichts. Schade. Ich dachte echt, wir haben was Cooles gefunden. Vielleicht gibt es irgendwas Cooles und wir waren nicht geduldig, um weiter zu suchen. Ja, aber lass von da oben, springen, wenn nicht, wir springen von unten, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Scheiße, aber wir müssen direkt weiter, wir müssen da echt gut drüber nachdenken, weil wir müssen dann nachher aufs nächste weiter. Also ich glaube, wir rennen einfach noch eine Runde. Ich sag, na.
Ich will direkt weiter auf jeden Fall. Ich sag, daran scheitern wir jetzt und fliegen runter ganz in die Hölle wieder. Das ist mein Call. Okay. Im Endeffekt müssen wir es einfach tryen und gucken, ob wir dann rauskommen, einfach weiterspringen und irgendwie hoffen, dass wir das gleiche Timing haben beim nächsten Mal, okay? Ja. Jetzt. Hey! Oh! Digga! Ich kann es gar nicht auf dem Schirm gehabt, okay, dass wir da klettern. Sollen wir da drauf gehen erstmal, versuchen, ob wir da drauf klettern können? Hä? Bei mir klettert der jetzt nicht. Ah, jetzt. Beim nächsten. Jetzt. Kommt hier rüber? Ja. Lauf! Ich lauf! Nein! 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 Hm. Aber wir können uns hier das nächste Mal wieder safen. Oder sollen wir noch weiter? Ja, ich weiß nicht, wir sind jetzt nicht so weit runter, wie ich dachte. Ja, du dachtest jetzt, wir fallen runter wieder. Ja, das war so ein perfektes Ende für den Stream eigentlich. Scheiße, ey. Ich weiß gar nicht, wie weit es nochmal hier dauert. Ich weiß, ich kann mir, weil wir haben es noch nicht so oft gemacht, da weiß ich gar nicht, wie weit es von hier nochmal geht jetzt. Ach, diese Ding-Jumps kommen jetzt halt gleich noch, aber die können wir inzwischen ja recht schnell schaffen sogar. Ja. Da wissen wir jetzt, wie es funktioniert, und die sind auch nicht schwierig an sich. Wenn der andere genug Kette lässt, ist es eigentlich easy. Kette. Was, wenn man jetzt alle Sachen hier runter wird, ist wahrscheinlich egal, weil wir sind ja selber halt magnetisch, so wie es aussieht. Ja. Also die Kette. Ich weiß nicht, ob es an der Kette liegt, oder dass wir vielleicht einfach Dings sind, Treptiloiden. Ach Mann. Es irritiert mich irgendwie manchmal, dass da oben so 3 Stunden schon steht. Ja, aber man muss halt so eine 40 Minuten wegrechnen, glaube ich. Wir sind 2 Stunden 20 sind wir im Stream, genau, ja. Ich schaue dann einfach immer aufs Stream und dann sehe ich 2 Stunden 20. Ja, schade, dass es mit dem Ding so komisch gerechnet wird. Ja, das Lobby-System finde ich auch nicht ganz so geil. Ich habe auch das Speichern bis heute nicht gecheckt, zu 100%, ehrlich gesagt. Weil ich mache nachher safe und quit, aber ich weiß nicht, wie ich das wieder laden kann. Und man kann auch, wenn man safe, ich glaube, man kann nur ein Spiel insgesamt speichern, glaube ich auch. Aber man kann nicht mehrere Spielstände speichern. Die Möglichkeit, dich zum letzten höchsten Punkt doch auch zu teleportieren, oder? Ja, irgendwie geht das. Machen wir das wie vorher, oder? Ja. Ja. Das können wir eigentlich voll schnell durchspielen hier, mit der Experten schon. Am Anfang ist es halt immer so langsames Herantasten an die Sachen, die man nicht kennt, und mittlerweile ist es so, ja. Jetzt wissen wir, ob das einfach nur gerade geht eigentlich und dass wir nur springen müssen, der eine muss die Kette relativ weit links stehen, dann passt es schon. Ja. Und das müssen wir auch. Oh, das hab ich voll vergessen! Ah ja! Ich hab so vergessen, Alter. Guck mal, jetzt wissen wir auch, dass wir einfach da hinten einfach lang gehen und fertig ist die Geschichte, lol. Ja. Na gut, im Endeffekt sind wir jetzt wirklich wieder da. Warte mal, sind wir gerade an dem Ding gescheitert hier, oder? Da sind wir gerade gescheitert. Am zweiten. Hier ist vielleicht war das gar nicht. Oder? Lass mal kurz warten noch. Springen wir relativ früh dann rüber auf die andere Seite, oder wie sollen wir es machen? Ja, wir müssen früh, weil der Ventilator kommt uns ja entgegen. Und man sieht es so schlecht, finde ich einfach. Aber wir müssen so springen, dass wir nicht klettern, weil das Klettern dauert zu lange. Ja. Oder hey! Ich hab mich nicht bewegt! Was ist das denn? Ich hab mich nicht bewegt! Ich hab meinen Stick gar nicht in der Hand gehabt. Fuck. Wir klettern, ich will nicht. Dann jetzt beim nächsten, würde ich sagen. Achso, bei wo? Ich hab gesagt, jetzt. Ich hab gesagt, dann. Warte. Beim nächsten. Beim nächsten. Okay. Kommst du? Oh! Digga! Wir cheaten. Nein, ich häng! Aber das ist nicht schlimm, wenn du in die Richtung pustest. Oh Gott, ich hab keine Ahnung wie! Ich hab echt keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Oh mein Gott. Oh, fuck, Alter, das war hart. Ich weiß nicht, ob das Ding drauf.
keine Ahnung. Ich hab grad so ein Grinsen im Gesicht. Ich dachte mir so, was, nein, wieder vorbei. Auf einmal, wir klettern die ganze Zeit wieder hoch, wenn der Ventilator da kommt. Ey, wir sind auf der Karte halt so nah am Checkpoint dran eigentlich. Der muss doch hier jetzt bald kommen. Dann muss ich nur nächstes Mal hinbekommen. Kann man hier auf den Masterturm? Wahrscheinlich wieder nicht. Ich muss mal tryen, das wird eh nicht funktionieren. Klar. Ja. Kann man hier. Ach, hier fliegt man hoch, okay. Junge. Oha. Oh Gott, hier ist wieder irgendein Zeitding. Sollen wir uns erstmal einmal anschauen oder laufen wir direkt? Oder sollen wir uns anschauen erstmal? Ist schon schlau, sich anzuschauen. Wir sind ja auf dem Checkpoint eigentlich. Also mal gucken. Oh, okay, diesmal sehen wir sogar so ganz lang. Ach, krass mit dem Timer, okay. Aber wir springen. Guck mal, wir müssen hier auch gucken. Dann müssen wir auch hier einmal hochklettern. Dann würde ich sagen, dass einer drückt, das drückt. Ich warte, ich drücke das, ich bin besser so direkt dann hochspringen, wie du, weißt du, wie ich meine? Ja, nicht, dass ich da auf einmal wieder kletter. Du musst aber warten, bevor wir weiterspringen auch, ne? Ja. Okay. Das war todesclean, Alter. Oh. Okay, ich bin einmal, habe ich gedacht, ich bin zu weit gesprungen. Boing. Achso, du hast mit mir gemeint. Boing. Ach, das ist nur so eine Kacke. Ey, wir haben's fast, ja, Paul. Ja, wir machen nicht diese gerade Strecke. Gerade Strecke. Warte, ich muss kurz meine Hand knacksen lassen, okay. Langsam, richtig langsam. Hier müssen wir nur Zeit haben. Wenn wir geduldig sind, kann ja eigentlich echt nichts schief gehen, nur wenn man halt übermütig ist. Theoretisch könnte man sich auch jedes Mal komplett ausrichten mit dem Stick, aber wir machen echt schon nicht so langsam. Nein. So verlockend, das ist so verlockend, Paul. Einfach langsam. Weil wenn aber einer mal zu schnell macht und dann und die anderen die Kette nicht lässt, zieht er den ein bisschen runter, dann ist schon vorbei. Haben wir rechts lang, oder? Ja. Auch immer diese blöden Dinger sind immer so ein Bait, dass man so mit auf die Insel dann direkt jumpen will, obwohl da eigentlich gar nichts ist. Ja. Chill. Wir haben's gleich. Ich sehe den Checkpoint schon. Echt? Nee. Also, die Hoffnung. Warte, ich muss kurz überlegen, was der nächste beste Plan ist. Laufen wir links über das Ding oder springen wir jetzt hier drüber, über die nächsten drei drüber und gehen auf dieses Metallding, glaube ich. Also wir springen einfach jetzt hier vor, oder? Ich glaube, über die Röhre hier zu laufen ist safer, oder? Ja, aber da kommt man ganz hoch schon. Ja, da müssen wir keine Jumps machen. Da müssen wir aber geduldig machen. Bleiben. Kommen wir hier einfach hoch. Ja. Müssen wir geduldig machen, nicht hier auf gerade Strecke. Der Punkt ist nach dem Checkpoint, wenn ich wüsste, ob der bei 1600 vielleicht erst kommt. Aber eigentlich ändert das auch nichts, wir versuchen es halt eh so genau wie möglich zu machen, weißt du? Ja. Wir müssen einmal gucken auf Safe, oder? Wir haben es dein Auge durchgestrichen mit gucken. Ich dachte es mir auch gehört. Nicht, dass wir nur das einmal machen dürfen, danach funktioniert das nicht mehr oder so, deswegen, das kann ja eigentlich gar nicht sein, oder? Oder sollen wir einfach trotzdem direkt loslaufen? Eigentlich sind wir ja schnell inzwischen. Ja, dann lass einfach loslaufen. Das Auge macht mir ein bisschen Gefahr. Okay, ich geh drauf. Mach dich ready. Hä? Oh! Wir müssen uns das merken. Ah, lol, ist ja voll easy. Okay, einfach nur weiter vor bis zu der Satelliten, links, rechts, bis zu dem Baum. Satellitenschüssel quasi an der Innenseite von der Satellitenschüssel vorbei. Ah, was an sich. Ja. Warte mal kurz. Das ist ja jetzt ein Bild. Nein, das würde ich nie machen. Ich sehe dein Handy. Okay, komm, wir versuchen es mal. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Okay, ich würde es mal. Warte, mal, ich hab's wieder vergessen, Alter. Hier geht's. Sicher? Ich glaube, weiter rechts. Was, weiter rechts? Ich glaube, hier, ja. Nein, auch nicht. Oh mein Gott. Wo sind wir jetzt? Wieder bei den Ventilatoren. Ist das scheiße, Alter. Aber ging's da nicht schon los? Ich glaube, das war deutlich weiter rechts, glaube ich. Ja, ich glaube, das mit dem Bild ist echt kacke. Ey, das hilft auch. Das müssen wir genau nach Bild schauen. Aber eigentlich, glaube ich, merken hätte ich sogar besser geschafft. Aber der wollte direkt so ewig weit links gehen. Ich dachte, das wäre nämlich auf derselben Höhe gewesen. Ich weiß nicht, ob man das kann. Man, eigentlich müssen wir uns einfach merken. Versuchen wir jetzt.
aufklettern. Beim nächsten Mal. Jetzt. Das sind wir clean bisher. Ja. Oh, das haben wir, das haben wir. Oh, das war clean. Ich bin echt mal schnell bei dem Ding auch jetzt. Ich wollte nur, dass wir hier nochmal runterfallen, dass wir beweisen können. Ja, genau. Jetzt haben das Ding ist, jetzt sind wir, eigentlich wollten wir schon längst aufhören, aber jetzt sind wir in dieser Motivation, glaube ich, drin. Das sind wir jetzt eigentlich so, und wir sind noch kein einziges Mal richtig runtergeflogen, auch jetzt seitdem. Warum werde ich auf einmal so langsam? Wir hatten noch einmal komplett runter, dann ist es vorbei für mich, aber wir sind jetzt immer so nah dran noch. Willst du wieder vor Ort drauf gehen schon mal? Ja, hätte ich gesagt. So. Jetzt geht er von der Zeit auf einiger Umfang. Oh. Aber das ist einmal auf jeden Fall mindestens. Man kann sogar zwei, dreimal hinbleiben, glaube ich. Ja. Zweimal kann man locker hinbleiben. Ja, direkt wieder weiter, oder? Ja. Boing. Ach, jetzt kommt das Ding ja wieder, das habe ich auch schon wieder vergessen. Da müssen wir wieder langsam machen. Da kommt jetzt das Problem, dass wir jetzt im zweiten Mal ungeduldig sind. Da sind wir jetzt einfach nicht. Wir sind einfach geduldig trotzdem, weil wir krass sind. Ja, nicht sprinten hier. Ich sprinte nicht, ich laufe ganz normal. Das kam so schnell vor wie ein Sprinter. Mann, wieso juckt denn jedes Mal, wenn ich sowas mache, wo ich mich nichts machen darf, juckt dann irgendwie mein Kopf. Weißt du, ich würde normalerweise würde ich kurz stehen bleiben, einfach dann kurz kratzen, dann weiterlaufen, dann haben wir ja die Kette zwischen uns und du läufst einfach weiter dann, weißt du? Ja, nee, du kannst schon, wenn du sagst, muss ich kurz kratzen, dann. Ich muss kurz kratzen. Ja, diese Noppen, der. Das macht mich so nervös, dass man so kurz hoch geht und dann wieder runter. Hm. Bei mir war das aber gerade nicht so, ich hab's bei dir aber gesehen, wie du so runtergewackelt hast ein bisschen. Aber jetzt war es bei mir gerade auch so ein bisschen. Hey, schauen wir es uns mal nochmal an. Ja, jetzt versuchen wir es wirklich mal, ich mir aufzumerken. Was? Paul? Hä? Oh mein... Hä? Was denn? Irgendwas ist gerade bei mir passiert, ich dachte gerade kurz, mein Game wäre gecrashed. Aber du bist da, oder? Ich bin noch da, ja. Dann lass uns mal gucken, wirklich selber merken. Ja, aber mein Mauszeiger war gerade einfach auf einem anderen Monitor und du hast bei mir so eine. Die ganze Zeit in der Leiter-Animation bei mir. Ja, aber passt jetzt bei dir alles? Bei mir passt eigentlich alles. Nur, okay. Dass du so ein bisschen geglitscht bist. Ja, aber können wir jetzt weiterspielen oder geht's nicht? Es geht. Das ist relativ weit rechts hier. Ja, also direkt dann laufen hier. Wir rechts bis, also, wir merken uns, wir laufen bis zur Dings. Satellitenschüssel und dann gehen wir quasi um die so rum in so einem Eck. Mhm. Und dann laufen wir bis ganz ins Ende von dem Baum. Dann bis ganz ins Ende von dem Baum. Dann drumherum. Echt? Um den Baum heraus. Ich fühlt sich so einfach an. Aber wenn wir nachher erstmal da sind, ist es nicht mehr so einfach. Ich hab's. Hast du's? Ja, ich hab's. Okay. Okay, ist es jetzt direkt hier? Das hätte ich auch gesagt. Dann bist du der Satellit. Oh mein Gott, okay, es fühlt sich komisch an, weil ich nicht weiß, was ganz genau gerade ist jetzt gerade. Jetzt hier, oder? Ja, hier. Ach, warte mal, hier war es. Fuck, stimmt. Ja. Aber bis wohin? Zum Baum hoch. Also hier. Gut, der eine kann den anderen vielleicht nochmal retten im Zweifel auch. Dann hoch hier. Dann einmal um den Baum herum war es. Ich habe mir am Ende was bei der Satelliten-Schüssel gemerkt, das könnte auch wichtig werden, hoffe ich. Hier dann hier geradeaus. Also das ist viel cooler aus, dass wir es ohne Handy jetzt machen, ehrlich gesagt. Ja. Bei der. Ich weiß nicht, wie ich das ziehen soll. Warte. Komme ich an die Satellitenschüssel irgendwie hin? Oh mein Gott. Unten, dann kannst du mich hochziehen. Mann. Warte. Geht das? Okay, ich bin drauf. Okay, sehr gut. Ja. Aber was war da gerade? Also ist es nicht bis zum Ende der Satellitenschüssel gegangen?
schon. Ah, da ist so ein kleines Gap dazwischen. Ich suche vor, du kannst sie euch besser merken. Ja. Gehen jetzt hoch. Aber warte mal, Satellitenschüsse, ich habe mir gemerkt, dass man, weil über Satellitenschüsse muss man hinauslaufen, gleich kann ich dir sagen. Ja, ein Feld war das, glaube ja. Okay, warte, ich gehe. Auf jeden Fall ein Feld, auf jeden Fall hinaus von der Satellitenschüsse. So hätte ich gesagt, oder? Ja, ich weiß, ein bisschen mehr vielleicht noch. Ja, jetzt. Ab wann kann man springen? Lass mal kurz warten, ich weiß nicht, ob du was springen musst. Das habe ich jetzt einfach springen. Okay. Oh! E drücken einfach oder festhalten? Beide? Ne, ich bin nur einer, glaube ich, wieder, ne? Ja,